In diesem Video soll es um die Lagebeziehungen von geometrischen Objekten gehen. Wir kennen schon Punkte, Geraden und Ebenen. Und es soll jetzt darum gehen, in welche Beziehung diese zueinander stehen können. Ich möchte bei diesem Video alle Möglichkeiten durchgehen, deshalb wird es auch ein sehr langes Video sein. Es ist auch nicht dazu gedacht, am Stück gesehen zu werden. Ich werde dann entsprechend Kapitel setzen, sodass man das dann entsprechend unterbrechen kann und zu den gewünschten Stellen auch später zurückkehren kann, beziehungsweise Dinge auch überspringen kann. Eine weitere Besonderheit hier, ich möchte die neue Funktion von GoodNotes ausprobieren. Man kann sich jetzt hier so ein Tape drüber legen und ich habe die Folien jetzt vorgeschrieben und dann kann ich durch das Entfernen von dem Tape Dinge nacheinander einblenden, sodass es dann ungefähr so aussehen wird. Bei den Lagebeziehungen wollen wir nichts vergessen. Deshalb ist es sehr oft praktisch, sich Dinge dann tabellarisch darzustellen. Wir haben jetzt hier in der Zeile die geometrischen Objekte und hier eine Spalte, sodass wir dann entsprechend Punkt, Punkt, gerade, gerade und Ebene, Ebene haben. Das sind auch Bezeichnungen, die sich dann im Laufe des Videos dann wiederholen werden. Also es werden meistens die Punkte P und Q sein, die Geraden GH und die Ebene E und F. Die Punkte können eine Lagebeziehung zueinander haben, ein Punkt und eine Gerade, ein Punkt und eine Ebene. Und abgehakt haben wir deshalb schon eine Gerade und einen Punkt. Dann müssen wir uns noch eine Gerade und Gerade anschauen. Gerade Ebene. Abgehakt ist schon Punkt und Ebene, Gerade Ebene. Und das letzte, was wir uns anschauen müssen, wird dann entsprechend auch Ebene und Ebene sein. Als erstes gucken wir uns zwei Punkte an und zwar einen Punkt P, den wir einfach hier mit Hilfe des Ortsvektors darstellen mit den Koordinaten P1, P2 und P3 und den Punkt Q analog mit den Koordinaten und der Ortsvektordarstellung. So, dann haben wir die Möglichkeit, dass diese Punkte einfach gleich sind. Und das bedeutet, dass die Koordinaten, also die erste Koordinate, die zweite Koordinate und die dritte Koordinate dieser Punkte entsprechend übereinstimmt. Eine kurze Wiederholung, diese Dachschreibweise hier ist eine logische Schreibweise und das bedeutet und. Das bedeutet, die Punkte sind gleich, wenn alle Koordinaten übereinstimmen. Eine weitere Schreibweise, die ich an dieser Stelle einführen möchte, ist die Distanz, also die Entfernung dieser Objekte. Das ist der Abstand dieser Punkte, das ist die Länge des Vektors PQ, beziehungsweise die Länge des Vektors von Q nach P, also QP. Und wenn die Punkte gleich sind, dann ist die Entfernung gleich 0. Die zweite Möglichkeit ist, dass diese Punkte dann nicht übereinstimmen und das kann man dann so definieren, so mathematisch ausdrucken. Die Punkte P und Q sind dann und nur dann unterschiedlich, wenn die erste Koordinate nicht übereinstimmt oder die zweite Koordinate nicht übereinstimmt oder die dritte Koordinate nicht übereinstimmt. Und bei dem logischen Order ist es etwas anders als umgangssprachlich. Es bedeutet, dass wir dann an mehreren Stellen die Ungleichheit haben dürfen. Also es ist kein Entweder-Oder. Wenn dieser Fall zutrifft, dann können wir die Entfernung dieser Punkte entsprechend ausrechnen. Wir bilden die Differenzen jeweiliger Koordinaten, dann quadrieren wir diese und ziehen die Wurzel von den Summen.
Auch wenn das wahrscheinlich ziemlich banal ist, wollen wir uns einmal das Ganze am Beispiel angucken. Also es kann sein, dass wir zwei Punkte haben, die dann in den Koordinaten übereinstimmen. Das bedeutet, die erste Koordinate des Punktes P entspricht der ersten Koordinate des Punktes Q und die zweite Koordinate des Punktes P entspricht der zweiten Koordinate des Punktes Q und in der dritten Koordinate stimmen sie dann auch überein. Das bedeutet, die Punkte P und Q sind gleich. Das ist ziemlich trivial, aber muss ja auch mal gesagt werden. So, der zweite Fall ist, die Koordinaten sind nicht überall gleich. Also es gibt mindestens eine Stelle, wo sie sich unterscheiden. Und das haben wir jetzt hier an sich überall bei den Punkten P und Q. Schon die erste Koordinate bei P stimmt nicht mit der ersten Koordinate bei Q überein. Das bedeutet, diese Punkte sind ungleich. Und bei der Lagebeziehung können wir uns jetzt die Frage stellen, wie weit sind sie jetzt voneinander entfernt? Dazu bilden wir den Vektor PQ und ziehen die Koordinaten dann voneinander ab. Das bedeutet, der Endpunkt, von dem Endpunkt wird der Anfangspunkt abgezogen. Das bedeutet, diese zwei hier sehen wir dort. Die drei hier ist diese drei. Die minus 1 haben wir hier und entsprechend haben wir die Koordinaten des Anfangspunktes und so wird der Vektor gebildet, der diese beiden Punkte verbindet. Das ist in diesem Fall 1, 2 und minus 2 und wenn wir die Länge des Vektors berechnen, schreiben wir das Ganze in den Betragsstrichen. Das bedeutet, dass wir die Länge berechnen wollen. Nun quadrieren wir die Einträge, summieren sie und ziehen die Wurzel. Und wenn man das Ganze zusammenfasst, erhalten wir eine Länge von 3. Und das können wir auch mit dieser neuen Schreibweise, dieser Distanzschreibweise notieren. Die Entfernung, der Abstand, die Distanz zwischen P und Q ist 3. So, der nächste Fall, den wir jetzt theoretisch betrachten, ist die Lagebeziehung zwischen einem Punkt Q und der Gerade G. Wir werden hier mengentheoretische Schreibweisen verwenden. Der Grund ist folgender. Der Punkt Q ist ein Element und die Gerade G besteht aus Punkten und deshalb ist G auch eine Menge von Punkten, sodass Q möglicherweise ein Element von G ist oder halt nicht. Eine Gerade können wir hinschreiben als die Menge von Punkten mit einer besonderen Eigenschaft. Also wir gucken uns alle Punkte an, deren Ortsvektor folgend aufgebaut ist. Wir haben einen Stützvektor plus einen Richtungsvektor, welcher mit einem Skalar multipliziert wird. Und wenn wir jetzt alle Möglichkeiten durchgehen, also für t alle möglichen reellen Zahlen einsetzen, so erhalten wir die Gerade. So, nun habe ich auch für den Punkt Q eine allgemeine Schreibweise gewählt. Also der Punkt Q hat die Koordinaten Q1, Q2, Q3 und entsprechend wähle ich die Koordinaten von P und von V. Die erste Möglichkeit ist, dass Q ein Element dieser Gerade ist, also der Punkt Q liegt auf der Geraden. Das bedeutet aus mathematischer Sicht, dass wir ein t haben, sodass diese Gleichung hier eine Lösung hat. Und wenn diese Gleichung gelöst ist, das bedeutet, der Punkt Q liegt auf der geraden G. Und für die Entfernung dieser Objekte bedeutet es, dass diese 0 ist. Wenn Q nicht auf der geraden G liegt, ist dann Q kein Element von G, mathematisch ausgedruckt.
Und das bedeutet, egal welches T wir nehmen, also für alle T aus der Menge der reellen Zahlen, hat diese Gleichung hier keine Lösung. Wir müssen zeigen, es gibt gar kein T, welches diese Gleichung hier lösen kann. Das bedeutet dann auch, jetzt machen wir hier eine kleine Zeichnung, dass unser Punkt Q eine echte Entfernung zu der Gerade G hat. Und wir würden das mit einem Geodreieck dann folgend messen. Wir würden dann rechtwinklig hier das Geodreieck anlegen und diese Strecke entsprechend messen. Und wenn wir das Ganze auch rechnerisch betrachten, machen wir im Prinzip das Gleiche. Es geht um die kürzeste Verbindung zwischen dem Punkt Q und der Gerade G. Und das ist hier die Verbindungsstrecke QR. Und die Strecke QR hat folgende Eigenschaft. Diese ist senkrecht zu der Gerade G. Und da können wir den Skalarprodukt verwenden. Das bedeutet, der Abstand zwischen der Gerade G und dem Punkt Q ist nichts anderes als die Länge des Vektors QR, wobei der Punkt R selbst auf der Gerade liegt und der Vektor QR so gewählt ist, dass dieser senkrecht zu dem Richtungsvektor von G ist. Das bedeutet, das Skalarprodukt von QR und V ist gleich 0. Für die Lagebeziehung zwischen einem Punkt und einer Geraden schauen wir uns jetzt auch zwei Beispiele an. Und zwar nehmen wir als Gerade G die Gerade mit dem Stützvektor 111 und dem Richtungsvektor 221. So, im ersten Fall gibt es den Punkt Q mit den Koordinaten 5, 5, 3. Und wir könnten jetzt eine Gleichung aufstellen, aber die Zahlen sind jetzt klein genug, sodass man durch einfaches Ausprobieren direkt auch auf die Lösung kommt. Und zwar, wenn wir für t gleich für t2 einsetzen, kommen wir einfach zu dem Punkt Q. Wir können es einmal kurz nachrechnen. 1 plus 2 mal 2 ist dann 5. Die zweite Zahl ist das gleiche, also auch 5. Und 1 plus 2 mal 1 ist 3 und das ist ja nichts anderes als der Punkt Q. Und damit hätten wir im Prinzip Folgendes gesagt, der Ortsvektor von Q muss es sein, entspricht dann auch für t gleich 2 diesen beliebigen x. Und das bedeutet, dass der Punkt Q ein Element der Gerade G ist. So, der zweite Fall wird sein, dass der Punkt nicht auf der Geraden liegt. Und da müssen wir das tatsächlich zeigen. Da müssen wir einfach zeigen, dass das nicht möglich ist, mit der geraden Gleichung den Punkt Q zu erreichen. Wir bilden also die Gleichung. Der Ortsvektor von Q ist die linke Seite und die Beschreibung von G ist die rechte Seite. Und so erhalten wir drei Gleichungen, die ein Gleichungssystem in einer Variable, also t, bildet. So, die erste Zeile führt dazu, dass wir t gleich 1,5 haben, denn wir müssen zu der 1 eine 3 addieren, also 1,5 mal 2 wäre dann die 3. Die erste Zeile liefert die Lösung t gleich 1,5. In der zweiten Zeile müssen wir zu der 1 eine 10 addieren, dass wir auf die 11 kommen. Das bedeutet, dass wir t gleich 5 insgesamt haben und das kann ja nicht gleichzeitig sein. Das bedeutet, schon die ersten zwei Zeilen zeigen einen Widerspruch. Der Punkt Q kann gar nicht auf der geraden G liegen.
So, nun wollen wir den Abstand des Punktes Q und der Geraden G bestimmen. So, wir brauchen zuerst diesen Punkt R, der auf G liegt, sodass der Skalarprodukt zwischen der Strecke QR, dem Vektor QR und dem Richtungsvektor von G, das ist hier der gleiche, gleich 0 ist. Das wollen wir jetzt entsprechend berechnen. Und zwar hat QR folgende Form. Wir haben den Punkt R als Endpunkt. Da dieser auf der Gerade G liegt, können wir diese Zahlen hier entsprechend übernehmen. So. Das sind die Koordinaten eines beliebigen Punktes R, der auf G liegt. Und davon ziehen wir die Koordinaten von Q entsprechend ab, sodass das hier der Vektor zwischen dem Punkt Q und einem beliebigen Punkt R auf der Geraden G ist. Jetzt geht es darum, dass dieser Punkt R festgelegt wird, und zwar so, dass das Skalarprodukt gleich 0 ist. Also setzen wir 0 ist gleich der Vektor QR mal der Richtungsvektor, also der hier und der hier ist das gleiche. Wenn wir das ausmultiplizieren, bekommen wir folgenden Ausdruck. Das kann man dann so ein bisschen zusammenfassen. Das bedeutet, wir haben 9 mal t minus 27 soll 0 ergeben. Und auch das könnte man noch mit einem Zwischenschritt entsprechend berechnen. Aber 3 mal 9 ist 27. Das bedeutet, diese Gleichung hier wird von t gleich 3 gelöst. So, wenn t gleich 3 ist, dann können wir den Vektor QR entsprechend ausrechnen, indem wir an dieser Stelle hier für t diese 3 einsetzen. Und das ist dann hier der Fall. Ja, also aus dem hier wird das hier. Und so erhalten wir den Vektor QR mit den entsprechenden Koordinaten 3, minus 4 und 2. Das bedeutet, wir haben den Abstand zwischen dem Punkt und einer Gerade auf die Länge einer Strecke, auf die Länge eines Vektors reduziert. Und das rechne ich jetzt nicht mehr vor. Das wird einfach die Länge dieser Strecke sein. So, kommen wir zum nächsten Fall, und zwar wollen wir schauen, wie kann die Lagebeziehung zwischen einem Punkt und einer Ebene sein. So, die Ebene muss auch irgendwie allgemein definiert werden. Das bedeutet, wir haben die Menge aller Punkte, die folgend dargestellt werden können: von einem Ausgangspunkt, von einem Stützvektor. Kann man sich entlang der Vektoren V und W bewegen, die dann entsprechend kombiniert werden und mit den Zahlen R und S skaliert werden. Den Vektor V und W nennen wir die Spannvektoren. Und natürlich müssen die Zahlen R und S noch die reellen Zahlen sein. Also die Menge aller Punkte, die in einer bestimmten Ebene liegen, lässt sich mithilfe der Parametergleichung dann hinschreiben. So, wenn wir jetzt einen Punkt Q haben, dann kann es natürlich sein, dass Q ein Teil dieser
Punktmenge ist, also dass der Punkt Q ein Element dieser Ebene ist. Und wenn das der Fall ist, bedeutet das, dass diese Gleichung hier von dem Ortsvektor Q gelöst wird. Also wenn wir den Ortsvektor von Q haben und die rechte Seite, wenn wir da ein passendes R und S einsetzen, wenn wir dort entsprechend eine Lösung bekommen. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn unser Vektor Q, wenn unser Punkt Q nicht in der Ebene liegt, das bedeutet, dass wir alle Kombinationen von R und S diese Gleichung entsprechend nicht stimmt und keine Lösung hat. Das finde ich relativ aufwendig. Es gibt eine Alternative, und zwar, wenn wir die Ebene in der normalen Form darstellen, ist diese sogenannte Punktprobe etwas schneller. Und zwar brauchen wir dafür einen sogenannten normalen Vektor. Ja, wir haben hier unsere Ebene E und einen Vektor, der senkrecht zu dieser Ebene steht. Und dieser normale Vektor könnte zum Beispiel mit Hilfe von dem Kreuzprodukt der beiden Spannvektoren bestimmt werden. Und das ist dann tatsächlich äquivalent, also gleichwertig zu dieser Aussage. Wenn wir dafür keine Lösung bekommen, dann werden wir das auch in der normalen Form nicht bekommen. Und dann müssen wir in die normalen Gleichung den Punkt Q, oder besser gesagt den Ortsvektor von Q, einsetzen. Wenn das Ganze ungleich 0 ist, dann wissen wir, der Punkt Q liegt nicht in der Ebene E. Wenn das der Fall ist, bedeutet das, dass die Ebene E und der Punkt Q, den ich jetzt einmal hier irgendwo darstellen möchte, dass dieser Punkt eine Entfernung zu der Ebene hat. Und die kürzeste Verbindung wird da sein, wenn diese Strecke hier senkrecht zu der Ebene steht. Und da, wo diese Entfernung am kürzesten ist, soll in der Ebene E der Punkt R sich befinden. So, das bedeutet, die Entfernung zwischen dem Punkt E und einer Ebene ist nichts anderes als die Länge eines Vektors QR. Und dann müssen wir noch mathematisch ausdrucken, dass dieser Punkt R in der Ebene liegt und dass der dann senkrecht zu dieser Ebene ist. Und hier geben wir einfach eine Vorschrift, was zu tun ist, um das Ganze zu bestimmen. Die Idee ist folgende. Wir haben jetzt den Punkt Q, der liegt außerhalb der Ebene E. Und wir basteln uns die Gerade G, die einfach senkrecht zu der Ebene E ist und durch den Punkt Q geht. Wie kriegt man das hin? Den Ortsvektor von Q machen wir zu dem Stützvektor dieser Geraden und den normalen Vektor von E machen wir zu dem Richtungsvektor der Geraden, und so ist unsere Gerade dann entsprechend definiert. Und der Schnittpunkt von der Geraden G und der Ebene E ist dann der gesuchte Punkt R. Ja, also wir haben einen Punkt R, der in der Ebene liegt, und wir basteln uns entsprechend eine Gerade, die dann geschnitten mit der Ebene, also hier dieses Zeichen bedeutet, das ist die Schnittmenge, entsprechend den Punkt R ausgibt, und die Gerade G wird so gebaut, dass wir
den Punkt Ortsvektor des Punktes Q als Stützvektor haben und den normalen Vektor von E als Richtungsvektor. Und wenn wir das Ganze gelöst haben, dann haben wir die Koordinaten von R bestimmt und für die Entfernung müssen wir dann entsprechend den Vektor QR noch ausrechnen und dessen Länge bestimmen. Okay, kommen wir zu den Beispielen. Der erste Fall wird sein, wir haben die Ebene E mit dem Stützvektor 1, 1, 1 und den Spannvektoren 1, 2, 3 und 2, 1, 3. Und wenn wir aus den Spannvektoren den normalen Vektor bilden mit Hilfe des Kreuzproduktes, lautet dieser 3, 3, minus 3. So, und jetzt schauen wir uns einen Punkt gleich an, der in der Ebene E liegen wird. Und die Ebene E schreiben wir jetzt einmal in der normalen Form. Wir haben einmal den normalen Vektor ausgerechnet mit Hilfe des Kreuzproduktes, einen beliebigen Punkt x mit den Koordinaten x1, x2, x3, das wird gleich dann auftauchen, minus dem Stützvektor. Dieses Skalarprodukt muss 0 ergeben, das bedeutet, wir suchen alle Vektoren, die nach einer gewissen Verschiebung, und zwar um den Stützvektor, senkrecht zu dem normalen Vektor sind, und das beschreibt dann entsprechend die Ebene. So, dann gucken wir uns den Punkt Q mit den Koordinaten 4, 4, 7 und wenn wir diesen jetzt hier in die normalen Gleichung einsetzen, haben wir unseren normalen Vektor 3, 3, minus 3, das ist der hier. Der Stützvektor der Ebene, also der schon hier war und auch entsprechend hier, taucht hier wieder auf. Und das hier sind die Koordinaten des Punktes, den wir gerade testen. Man muss es dann ja, noch entsprechend dann ausrechnen. Ja, diese Rechnung lese ich jetzt nicht vor, aber es kommt dann einfach entsprechend 336 raus. Und wenn wir hier den Skalarprodukt durchführen, kommen wir am Ende auf 0. Das bedeutet, der Punkt Q ist ein Element der Ebene E. Die Ebene E lassen wir so, wie sie war und gucken uns einen anderen Punkt an, der außerhalb der Ebene E liegen soll. Und zwar soll der Punkt Q die Koordinaten 10, 10, 1 haben. Und wie gerade eben setzen wir diesen Punkt in die normalen Gleichung entsprechend ein, so dass hier die Koordinaten des Punktes Q an dieser Stelle eingesetzt werden. Das wäre jetzt hier diese Stelle gewesen. Und wenn wir das dann ausrechnen, zusammenfassen, kommen wir auf ein Skalarprodukt, wo dann 27 und 27 miteinander addiert wird. Und die einzige Information, die ich an dieser Stelle brauche, ist, dass 27 plus 27 ungleich 0 ist. Da muss ich mich gar nicht anstrengen. Damit weiß ich, dass Punkt Q nicht in der Ebene liegt. So, und nun wollen wir den Abstand zwischen der Ebene Q, zwischen dem Punkt Q und der Ebene E ausrechnen. Das bedeutet, wir brauchen erstmal diese Gerade, die durch Punkt Q verläuft und die Ebene E senkrecht schneidet. Dazu nehmen wir unseren Punkt Q als Stützvektor und den normalen Vektor hier als Richtungsvektor der Geraden. Und diese Gerade soll dann die Ebene E schneiden. Das bedeutet, das und das müssen wir entsprechend gleichsetzen. So,
kleiner Fehler in der Bedingung. So, gleichgesetzt und so, das rechne ich hier auch nicht vor, aber die Lösung ist dann für t gleich minus 2, r gleich 1 und s gleich 1. Das bedeutet, wir haben zwei Möglichkeiten, den Schnittpunkt mithilfe dieser Zahlen auszurechnen. Einmal t in die Geradengleichung einzusetzen oder r und s in die Ebenengleichung. In der Regel ist es so, dass es einfacher ist, nur diese eine Zahl einzusetzen. Deshalb wähle ich für die Koordinaten, für die Berechnung der Koordinaten von r die Geradengleichung. Und schon wieder habe ich mich verklickt, sorry. So, das bedeutet t gleich minus 2. Also das hier wird entsprechend in die Geradengleichung eingesetzt. Und die Koordinaten von Punkt r sind dann 4, 4, 7. Und wenn wir das haben, können wir dann auch, so, das wird gerade irgendwie nicht besser. So können wir dann, wie wir das schon immer gemacht haben, die Verbindungsstrecke zwischen Q und R ausrechnen. Und wenn wir das haben, können wir auch die Entfernung zwischen der Ebene E und dem Punkt Q ausrechnen. Die entspricht wieder mal der Länge einer Strecke. Also das ist das, was wir dann immer wieder machen. Wir schreiben das Ganze so um, dass wir die Entfernung als Länge einer Strecke am Ende ausrechnen. Die erste Spalte unserer Tabelle hätten wir damit erfolgreich bearbeitet. Jetzt gucken wir uns an, welche Lagebeziehung zwischen zwei Geraden möglich ist. Und es sind insgesamt 4 Fälle möglich. Aber zuerst definieren wir eine Gerade G mit einem Stützvektor. Ja, Vektor sollte es schon sein. Und Vektor P und V als Richtungsvektor und eine Gerade H mit dem Stützvektor. So, das sollte hier X sein und genau. Irgendwie die Striche mit dem Tape gelöscht, sorry. So, die 4 Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit, die da ist, die Gerade G und H sind gleich. Das bedeutet, diese Geraden liegen aufeinander. So, das bedeutet, wir haben dann den Richtungsvektor V und den Richtungsvektor W. Diese liegen auf derselben Gerade. Das bedeutet, die beiden sind parallel zueinander. Und sowohl P als auch Q liegen auf dieser Geraden und das hilft uns, die Gleichheit auch dann entsprechend zu definieren. Es ist nämlich folgendes, wir müssen schauen, ob die Richtungsvektoren parallel zueinander sind und wenn das der Fall sein soll, schauen wir, ob der eine Stützvektor Element der anderen Gerade ist und das ist dann entsprechend hier und wenn Vektoren parallel zueinander sind, bedeutet das, dass sie ein Vielfaches voneinander sind. Wir gucken einfach, existiert eine Zahl, sodass der Vektor W das gleiche ist wie Vektor V multipliziert mit diesem einen K. Und wenn das so ist, dann sind die Geraden gleich und wenn sie gleich sind, haben sie natürlich den Abstand 0 zueinander. So, die Geraden können ja geometrisch gesehen ja fast gleich verlaufen, sich aber nicht schneiden. In diesem Fall sind sie parallel zueinander. Das bedeutet, dass die Richtungsvektoren zwar parallel zueinander verlaufen, aber der Stützvektor einer Geraden liegt jetzt nicht auf der anderen. Und auch das können wir uns dann zu der Definition der Parallelität machen. Und das lautet dann folgend, die Richtungsvektoren sind parallel, aber der eine Stützvektor liegt nicht auf der
anderen Geraden. Und wenn wir jetzt den Abstand bestimmen wollen, dann können wir das Ganze so berechnen, wie wir das in dem Fall eines Punktes und einer Geraden gemacht haben. Nämlich alle Punkte der Geraden h sind gleich von der Gerade g entfernt. Und einen Punkt auf der Geraden h haben wir schon, das ist nämlich der Punkt q. Und wenn wir die Entfernung dann berechnen und die überall gleich ist, dann haben wir den Abstand. Das bedeutet, wenn wir jetzt die Entfernung zwei paralleler Geraden haben wollen, nehmen wir einfach den Abstand der Geraden g und des Stutzvektors q. Und das ist etwas, was wir schon bereits behandelt haben. Das müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen. So, der dritte Fall, wir haben immer noch die Geraden g und h, diesmal schneiden sie sich aber. Gucken wir das einmal hier als Bildchen an, und zwar, was passiert? Wir haben zwei Vektoren, die dann nicht parallel zueinander sind, und einen Schnittpunkt. Also eigentlich würde es reichen, dass wir diese Gleichung, also diesen Term und den Term, diesen Term hier gleichsetzen und entsprechend nach einer Lösung suchen. Ich würde aber dennoch als erstes empfehlen, zu schauen, sind diese Vektoren Vielfaches voneinander, weil damit kann man doch einige Fälle entsprechend ausschließen. Aus diesem Grund habe ich hier die Untersuchung der Parallelität hier so ein bisschen grau hingeschrieben, weil das braucht man tatsächlich nicht unbedingt. Es reicht zu zeigen, dass es hier eine Lösung gibt. Das würde ich aber als allererstes immer untersuchen, weil in der Regel wissen wir nicht, wie die Lage von G und H ist. Und dann wäre das für mich immer der erste Schritt. So, wir müssen also schauen, dass wir die Parameter R und S finden, sodass diese Gleichheit hier gilt. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir, dass es einen Schnittpunkt gibt. Und zwar, wenn wir hier R und S ausgerechnet haben, können wir R in dieser Gleichung dann einsetzen und die Koordinaten des Schnittpunktes entsprechend berechnen. Und wenn wir den Schnittwinkel dieser Geraden haben wollen, genügen uns nur die Richtungsvektoren. Wir können mithilfe der bekannten Formel den Winkel zwischen g und h berechnen. Das ist der gleiche Winkel wie den Winkel zwischen den Vektoren v und w, also Skalarprodukt von w und v durch das Produkt der Länge von v multipliziert mit der Länge von w. Und daraus den Arcus Cosinus berechnen. Und wenn zwei Objekte sich schneiden, dann definieren wir den Abstand dieser Objekte auch als 0, weil im Punkt R berühren sie sich, deshalb ist der Abstand 0. So, die letzte Möglichkeit, wie die Geraden g und h zueinander liegen können, ist, dass diese Geraden windschief zueinander sind. So heißt das. So, das bedeutet, die Geraden liegen irgendwo im Raum. Die sind nicht parallel zueinander, laufen aber aneinander so vorbei, dass sie sich nicht schneiden. Es gibt aber eine Verbindungsstrecke zwischen den beiden Geraden, die dann die kürzeste ist. Und diese kürzeste Strecke möchte ich auch ausrechnen. Also bei windschiefen Geraden haben wir den Fall, dass die Richtungsvektoren nicht parallel zueinander sind, gleichzeitig aber, dass es keine Lösung gibt, wenn wir die Parameterdarstellung von h und g gleichsetzen. Was mich aber noch interessiert, ist dann der Abstand dieser windschiefen Geraden. Und dazu machen wir Folgendes. Wir erschaffen eine Hilfsebene,
die dann parallel zu der gerade G hier verlaufen soll. Und das machen wir auf folgende Weise. Wir nehmen den Vektor V, den hier, und setzen den hier an den Stützvektor der gerade H. Und dann bekommen wir zwei Vektoren, die hier, also der Vektor V und W, die sind ja nicht parallel, das bedeutet, die sind linear unabhängig und diese hier spannen eine Ebene auf. Und diese Ebene wird per Konstruktion so gemacht, dass die hier parallel zu dieser Gerade ist. Ja, diese Gerade und die Ebene, die wir hier unten gebastelt haben, haben keinen gemeinsamen Schnittpunkt. Das bedeutet, alle Punkte auf der geraden G sind gleich weit von der Ebene hier, von der Ebene E entfernt. Und für das Aufstellen der Ebene E haben wir alle Informationen da. Wir nehmen den Stützvektor von H als den Stützvektor. Dann nehmen wir den Richtungsvektor von H als einen der Spannvektoren. Und als zweiten Spannvektor nehmen wir einfach den Richtungsvektor von G. So, der Vorteil an dieser Stelle ist, wir haben dann eine Ebene und weil alle Punkte gleich weit entfernt von der Ebene sind, reicht es, sich einen Punkt anzuschauen und dieser eine Punkt kann einfach der Punkt P sein. Und weil das so ist, ist der Abstand dieser windschiefen Geraden nichts anderes als der Abstand zwischen dem Stützvektor P und der Ebene, die wir jetzt gerade um die gerade H gebaut haben. Und wie man den Abstand eines Punktes und einer Ebene berechnet, wissen wir schon. Okay, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Als erstes betrachten wir zwei Geraden, die am Ende gleich sein werden. Wir haben einmal die gerade G mit dem Stützvektor 111 und die gerade H mit dem Stützvektor 357. Der Richtungsvektor von G ist 123 und von H 246. Und man sieht es eigentlich auch schon, die Zahlen sind ja entsprechend einfach, dass wenn wir diesen mit 2 multiplizieren, wir den hier erhalten. Die entsprechende Rechnung sehen wir hier. Das bedeutet, der Vektor und der Vektor, die sind tatsächlich parallel zueinander. Und dann muss noch gezeigt werden, dass zum Beispiel dieser Stützvektor ein Element dieser Geraden ist. Und das könnte man mit Hilfe eines Gleichungssystems entsprechend machen. Aber bei so kleinen Zahlen lohnt es sich manchmal so ein bisschen auszuprobieren. Und hier ist es tatsächlich der Fall, dass wenn wir für S und hier für R gleich 2 einsetzen, wir 3, 5, 7 bekommen. 3, 5, 7 ist ja dieser Stützvektor. Damit ist der Stützvektor ein Element der geraden G. Und weil die Richtungsvektoren gleichzeitig noch parallel sind, folgt daraus, dass die gerade G und H die gleiche Gerade sind. So, kommen wir zu dem Fall, wo die Geraden parallel zueinander sind. Ich habe die gerade H ein wenig verändert, habe nur diesen Eintrag hier zu einer 2 gemacht und damit aus den gleichen Geraden zwei parallele Geraden gemacht. So, da die Richtungsvektoren sich nicht verändert haben, gilt immer noch die Parallelität, weil der multipliziert mit 2 den hier ergibt. Und dann müssen wir noch zeigen, dass zum Beispiel der Stützvektor kein Element dieser Geraden ist. Und das machen wir, indem wir ein Gleichungssystem aufstellen und überlegen, was man für R in jeder Zeile einsetzen muss.
1 plus 1 ergibt 2. Das bedeutet, dass wir hier in der ersten Zeile r gleich 1 bekommen. In der zweiten und dritten Zeile bräuchten wir r gleich 2. 1 und 2 sind aber nicht gleich. Das führt dann zu einem Widerspruch. Das bedeutet, dass der Stützvektor von h kein Element der geraden g ist. Da aber die Richtungsvektoren parallel zueinander sind, sind die Geraden insgesamt parallel zueinander. So, kommen wir zu dem Fall, dass sich die Geraden g und h schneiden. Die Gerade g wird wieder recycelt und wir nehmen eine weitere Gerade, wo es einen Schnittpunkt entsprechend gibt. So, da wir es aber offiziell noch nicht wissen, dass g und h sich schneiden, gucken wir zuerst, ob die Richtungsvektoren das Vielfache voneinander sind. Und das sind sie nicht, weil ich in der ersten Zeile mit 2 multiplizieren müsste, in der zweiten Zeile mit 0,5. Das ist schon ein Widerspruch an sich. Und die dritte Zeile liefert auch ein weiteres Ergebnis. Also die Richtungsvektoren sind schon mal nicht parallel. Das bedeutet, dass die Gerade g und h entweder, dass sie windschief zueinander sind oder sich schneiden. Und was wir jetzt machen müssen, ist die beiden gleichsetzen. Um das so ein bisschen abzukürzen, rechne ich nicht vor, wie man das Gleichungssystem löst. Aber dieses Gleichungssystem wird von r gleich 2 und s gleich 1 gelöst. Und das bedeutet, dass diese Geraden sich in dem Punkt r schneiden und der Ortsvektor dann entsprechend ausgerechnet werden kann. Für s setze ich 1 ein hier in diese Gleichung und dann erhalten wir die Koordinaten des Schnittpunktes. Das sind dann 3, 5 und 7. Es kann natürlich sein, dass in der Aufgabestellung noch nach dem Schnittwinkel gefragt wird, deshalb rechnen wir noch den Schnittwinkel dieser Geraden, der entspricht dem Winkel zwischen den beiden Richtungsvektoren, einmal von g und von h. Wir bilden den Skalarprodukt beider Vektoren und in den Nenner schreiben wir einmal die Länge von dem einen Vektor, von dem hier, und die Länge von dem zweiten Vektor. Und von dem Bruch müssen wir dann den Arcus Cosinus ausrechnen. So, hier das Ganze etwas zusammengefasst. Und der Taschenrechner hat dann 21,8 Grad rausgespuckt. Okay, noch ein Beispiel zur windschiefen Geraden. Die Gerade g ist wieder so geblieben und die Gerade h habe ich entsprechend leicht verändert. Das bedeutet, dass wir, wie in der Aufgabe C, sehen können, dass diese Geraden, dass diese Richtungsvektoren nicht parallel zueinander sind. Und damit wissen wir, dass die Gerade G und H nicht identisch und auch nicht parallel zueinander sein können. Und jetzt brauchen wir noch eine Punktprobe. Jetzt gucken wir, ob es einen gemeinsamen Punkt gibt. Das bedeutet, wir gucken uns an, was passiert, wenn wir diese Parametergleichungen gleichsetzen. Und wenn wir jetzt nur die ersten zwei Zeilen nehmen, bekommen wir eine Lösung. R gleich 3 und S gleich 0. Setzen wir aber R gleich 3 in die dritte Zeile ein und entsprechend S gleich 0, bekommen wir dann keine Gleichheit. Ne? Dann wird das dann 4 gleich 1 und das stimmt ja nicht. Deshalb hat dieses Gleichungssystem an sich keine Lösung. Und das bedeutet, dass g und h windschief zueinander sind. Bei windschiefen Geraden kann man sich dann fragen, wie lang ist die kürzeste Verbindung zwischen den beiden. Und das machen wir mit Hilfe dieser Hilfsebene. Die Hilfsebene ist dann so gebastelt, dass wir den so konstruiert, dass wir den Stützvektor der einen Geraden nehmen,
den Richtungsvektor einer Geraden und wenn man das dann passend gewählt hat, kann man auch die Parameter entsprechend direkt übernehmen. Und als zweiten Spannvektor nehmen wir den Richtungsvektor der zweiten Geraden und per Definition ist diese Ebene parallel zu der Geraden h, sodass der Abstand dieser beiden Geraden nichts anderes ist als diese Ebene, die wir jetzt gerade konstruiert haben. Und der Stützvektor der Gerade h, die dann parallel zu i verläuft. Und wie man den Abstand eines Punktes und einer Ebene bestimmt, wissen wir schon. Also können wir das Wissen wiederverwenden. Und wir haben die Frage des Abstandes zwei Geraden umformuliert zu einer Fragestellung, die wir schon beantworten können. So, der nächste Fall ist die Lagebeziehung zwischen einer Geraden und einer Ebene. Diesmal nehmen wir die Gerade h mit dem Stützvektor p und dem Richtungsvektor u und die Ebene e mit dem Stützvektor q und den Spannvektoren v und w. So, dann kann natürlich sein, dass die Gerade h in der Ebene e liegt und das bedeutet, rein mathematisch gesehen, die Gerade h ist ja Menge von Punkten und die Ebene e ist die Menge von dieser Punkten. Und da alle Punkte von h gleichzeitig Punkte von e sein müssen, ist h eine Teilmenge von e. Also jeder Punkt von h ist ein besonderer Punkt, weil er auf dieser Gerade liegt. Aber da die Gerade selbst in der Ebene liegt, bedeutet es, dass jeder Punkt, der in h ist, ist auch ein Punkt von e. So, die Gerade, die Ebene e, würde ich auch gerne einmal in Form, in der normalen Form schreiben. Und zwar mit dem normalen Vektor als Kreuzprodukt der Spannvektoren. So, dann gucken wir uns am besten noch ein Bild an. Und zwar gibt es einmal die Ebene E mit dem Stützvektor Q und den Spannvektoren V und W. Und dann gibt es noch diesen Vektor N, der senkrecht zu V und W ist. Und damit ist N ein Normalvektor von der Ebene E. Und dann gibt es noch den Richtungsvektor u, der zu dieser Geraden h hier gehört. Und da, wo unser u in der Zeichnung jetzt anfängt, das ist auch der Stützvektor dieser Geraden. Wenn die Gerade h in der Ebene e liegt, dann darf dieser Vektor u die Ebene nicht verlassen. Das bedeutet, es müsste, dass unser Vektor u sich darstellen muss als eine Linealkombination von den blauen Vektoren. Also wir müssten irgendwie k und w mit irgendwelchen Zahlen multiplizieren können, sodass wir auf den Vektor u kommen. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, mathematisch oder rechnerisch herauszufinden, ob die Gerade h in der Ebene e liegt. Wir gucken zuerst, ob der Stützvektor überhaupt in der Ebene liegt. Und da müssen wir noch einen Fall ausschließen, dass der Stützvektor von h nicht zufällig einfach ein Schnittpunkt zwischen h und e ist. Und da könnte man schauen, ob u sich als Linealkombination der Spannvektoren darstellen lässt. Das ist durchaus legitim, kann man so machen. Es gibt aber auch einen etwas schnelleren Weg. Und zwar stellen wir uns vor, dass wir jetzt hier so von der Seite in die Situation reingucken.
dann kann man sich das entsprechend so vorstellen. Wir gucken dann so, dass das hier die gerade H und gleichzeitig die Ebene ist. Sollte ich vielleicht mal schwarz schreiben. Und weil dieser Vektor hier senkrecht zu allen Vektoren in der Ebene ist, könnten wir einfach schauen, ob der Vektor n und u senkrecht zueinander sind. Wenn sie senkrecht zueinander sind, bedeutet es, dass auch das gilt. Und das ist eine wesentlich einfachere Rechnung, die wir uns später auch in einem Beispiel angucken. Also die Möglichkeiten herauszufinden, ob gerade h eine Teilmenge der Ebene E ist, ist zuerst zu schauen, ob der Vektor p in der Ebene liegt und gleichzeitig, ob der Richtungsvektor der Geraden senkrecht zu dem normalen Vektor ist. Wenn das Skalarprodukt der beiden ist, gleich 0 ist, dann ist es der Fall. Und wenn beides stimmt, dann ist die gerade h eine Teilmenge von e und geometrisch gesehen liegt die gerade h in der Ebene. So, bei der zweiten Möglichkeit schauen wir uns den Fall an, dass die Ebene e und die gerade h einen echten Schnittpunkt haben. Und ja, damit wir die Zeichnung besser verstehen, also das ist jetzt hier der Stützvektor von der Ebene E, das sind die beiden Spannvektoren, n ist der Normalvektor zu E und u ist der Richtungsvektor von der geraden H und p entsprechend der Stützvektor und in R schneiden sich E und H. So, wenn es einen Schnittpunkt gibt, bedeutet es, dass der Vektor u aus der Ebene rausguckt. Das bedeutet auch, dass der Vektor u sich nicht mehr als Linearkombination von v und w schreiben lässt. Das könnten wir untersuchen. Ich finde es aber deutlich schneller, wenn wir uns wieder dem normalen Vektor widmen. Und jetzt sehe ich gerade hier, dass es dann hier dass hier ein Vektor-File drüber fehlt. So, wo waren wir? Also ja, man kann jetzt diesen normalen Vektor verwenden, um zu schauen, ob Vektor u aus der Ebene sozusagen herausguckt. Gucken wir uns das Ganze wieder von der Seite an, also diese Linie hier. Da schauen wir in die Ebene rein. Und dann würden wir sowas sehen, also die Ebene würde aussehen wie so ein Strich. Und wir haben dann unseren Vektor n, den normalen Vektor und den Vektor u. Und wenn die beiden nicht senkrecht zueinander sind, bedeutet es, dass diese Gerade und die Ebene einen Schnittpunkt haben müssen. Und wie man jetzt Schnittpunkte von Ebenen und Geraden berechnet, das wird jetzt auf ein Gleichungssystem natürlich hinauslaufen. Aber wenn diese beiden nicht senkrecht zueinander sind, wissen wir, dass es eine eindeutige Lösung geben muss. So, das bedeutet, die Ebene, die gerade H und die Ebene E schneiden sich in genau einen Punkt. Wenn die Sache mit den linearen Kombinationen der Spannvektoren nicht funktioniert, also wenn U sich nicht darstellen lässt als K mal V plus L mal W, oder was ich dann in der Praxis empfehlen würde, dass der Richtungsvektor der geraden G nicht senkrecht zu dem normalen Vektor ist. Dann wissen wir, okay, das muss irgendwie so schräg verlaufen und dann muss es irgendwo diesen Schnittpunkt geben. Wenn wir dann einen Schnittpunkt haben, kann man den natürlich berechnen durch die Lösung eines entsprechenden Gleichungssystems und dann würde ich immer dazu tendieren, die Sache mit dem
Also die geraden Gleichung zu verwenden und dann den Schmittpunkt zu bestimmen, weil man da entsprechend, na, muss es hier plus heißen, sorry. So, weil man dann entsprechend eine kürzere Rechnung hat. Und wenn wir uns jetzt nach dem Winkel fragen, wir wollen natürlich den Winkel Alpha haben. Und der Winkel Alpha, da gibt es auch einen Trick, um den relativ leicht zu bekommen. Und zwar der Winkel hier ist nichts anderes als die 90 Grad minus Alpha. Das bedeutet, wenn wir jetzt die erste Definition von Winkel oder von dem Skalarprodukt uns dann anschauen, haben wir das Skalarprodukt von U und N dividiert durch die Längen, durch das Produkt der Längen von U und N, ist nichts anderes als der Cosinus von diesem Winkel. Und dieser Winkel ist 90 Grad minus Alpha. Wir kennen die trigonometrische Funktion und wissen, dass der Cosinus von 90 Grad minus Alpha nichts anderes ist als der Sinus von Alpha. Das bedeutet, die Formel wird für uns deutlich einfacher. Der Winkel, den wir haben wollen, Alpha, wird dann nicht mehr durch den Cosinus, sondern von dem Sinus des Winkels Alpha. Und wenn wir auf beide Seiten der Gleichung noch die Umkehrfunktion des Sinus aufwenden, bekommen wir den Winkel zwischen der Geraden und einer Ebene als den Arcus Sinus, diesmal von dem Skalarprodukt des Richtungsvektors der Geraden h. Das ist der hier, das ist das gleiche. Und dem normalen Vektor von der Ebene E. Und dann muss man durch das Produkt beider Längen dividieren und den Arcus Sinus dann entsprechend ausrechnen. Und so bekommen wir den Schnittwinkel zwischen der Geraden und der Ebene. Die letzte Möglichkeit bei der Lagebeziehung zwischen einer Geraden und Ebene ist, dass die Gerade und Ebene parallel zueinander sind. Und auch hier versuche ich das mal mit Hilfe einer Zeichnung darzustellen. Also wir haben die Ebene E wie in den Zeichnungen davor und die Gerade h verläuft jetzt parallel zu der Ebene E und hat einen gewissen Abstand zu der Ebene. Also alle Punkte der Geraden h haben den gleichen Abstand zu der Ebene E. Wenn wir jetzt wieder hier von der Seite reinschauen, sieht das dann irgendwie so aus. Ne? Die unter den perfekten Winkel reinzugucken, sieht die Ebene aus wie so eine Gerade und darüber verläuft die Gerade h und das da ist jetzt der Abstand. So, wenn die Gerade h parallel zu der Ebene e ist, dann ist der Richtungsvektor der Geraden h senkrecht zu dem normalen Vektor der Ebene e. Und das ist eine etwas einfachere Rechnung, einfach so ein Skalarprodukt auszurechnen, gucken, ob das 0 ist. Und wenn das 0 ist, dann wissen wir, okay, diese Gerade verläuft jetzt parallel zu dieser Ebene hier. Und der nächste Schritt wird sein, das ist jetzt parallel zueinander. Es kann natürlich sein, dass die Ebene, dass die Gerade h in der Ebene liegt. Und als nächstes musste man noch checken, ob der Vektor p ein Element der Ebene e ist. Und dann kann man einfach eine Punktprobe machen, die dann auch entsprechend schneller geht, wenn wir die normalen Gleichung der Ebene E verwenden. Das bedeutet, dass die Gerade H und E parallel zueinander sind. Folgendes gilt. Der Ortsvektor P ist kein Element der Ebene
Und der normalen Vektor multipliziert mit einem Richtungsvektor, also Skalarprodukt multipliziert 0 ergibt. Wenn wir dann noch den Abstand ausrechnen wollen, auch das können wir auf einen Fall reduzieren, den wir schon kennen. Wir haben einmal die Ebene E und da alle Punkte den gleichen Abstand haben auf dieser Geraden, reicht es, sich einen anzugucken. Und der eine könnte zum Beispiel der Stützpunkt sein, der Stützvektor. Das bedeutet, dass wenn wir den Abstand zwischen der Ebene und Geraden haben wollen, müssen wir den Abstand zwischen der Ebene E und dem Punkt P ausrechnen. Und das ist auch etwas, was wir schon gemacht haben und uns nicht neu anschauen müssen. Okay, schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an. In dem ersten Beispiel und in weiteren werden wir die Ebene E verwenden, die den Stützvektor 1, 1, 1 hat und die Spannvektoren 1, 2, 3 bzw. 2, 1, 3 und die entsprechende normalen Form sieht dann so aus. 3, 3 minus 3 ist einfach der Kreuzprodukt dieser beiden Vektoren. So, jetzt gucken wir uns eine Gerade an, die eine Teilmenge von der Ebene E ist. Und zwar wird das die Gerade H sein mit dem mit einem Stützvektor 4, 4, 7 und einem Richtungsvektor 3, 3, 6. Das erste, was wir uns anschauen, ist der Stützvektor ein Element dieser Ebene. Das bedeutet hier einmal schlau ausgedruckt, ist das ein Element dieser Menge. Und ich würde auf jeden Fall dazu immer tendieren, die normalen Gleichungen zu verwenden, weil die Rechnung einfach deutlich schneller ist, als ein Gleichungssystem zu lösen. So, wir setzen die Koordinaten des Punktes 4, 4, 7 hier entsprechend ein. Vereinfachen die Gleichung, indem wir diese Subtraktion durchführen und dann haben wir ein Skalarprodukt zwischen 3, 3, minus 3 und 3, 3, 6. Wenn man das durchführt, kommen wir am Ende auf 0. Das bedeutet, dass der Stützvektor in der Ebene liegt. Das ist jetzt schon riesig, also statistisch gesehen spricht ja sehr viel dafür, dass die Gerade H tatsächlich in der Ebene liegt, weil wir von unendlich vielen Punkten einen gefunden haben, der ein Schnittpunkt ist. Also entweder ist es zufällig der Schnittpunkt oder die Gerade H liegt in der Ebene E. Und jetzt zeigen wir, dass zweiteres der Fall ist. Und zwar gucken wir uns den Richtungsvektor von der Geraden H an und den normalen Vektor hier und schauen, ob diese senkrecht zueinander sind. Testen, ob die senkrecht sind, bedeutet natürlich Skalarprodukt bilden. Und tatsächlich sieht diese Rechnung aus wie der Teil dieser Rechnung. Und das wird uns an dieser Stelle nicht überraschen, dass das Skalarprodukt gleich 0 ist. Und das bedeutet, dass die Gerade H eine Teilmenge der Ebene ist. Okay, als nächstes bleiben wir bei der Ebene, verändern aber die Gerade. Die Gerade hat jetzt einen Stützvektor 2, 2, 5 und einen Richtungsvektor 1, 1, 1. Und wir gucken uns erstmal an, ob der Stützvektor, der Stützpunkt, ein Teil der Ebene ist. Und auch hier setzen wir einfach die Koordinaten des Punktes in die normalen Gleichung ein. So alles zusammenfassen und dann stellen wir fest, dass 3 plus 3 minus 12 auf jeden Fall ungleich 0 ist. Das bedeutet, dass der Stützvektor der Geraden H nicht ein Punkt der Ebene E ist. Das bedeutet, dass die Gerade entweder parallel zu der Ebene ist oder die Ebene schneidet. Und um das herauszufinden, welcher Fall vorliegt, gucken wir uns an, ob die Gerade H, also ob der Richtungsvektor
und den normalen Vektor senkrecht zueinander sind. Auch das testen wir mit Hilfe des Skalarproduktes, und 3 plus 3 minus 3 ist ungleich 0. Das bedeutet, dass H und E sich in genau einen Punkt schneiden werden. Und jetzt kenne ich keine Abkürzungen mehr. Hier müssen wir tatsächlich ein Gleichungssystem lösen. Wir setzen die Parameterdarstellung der Geraden gleich der Parameterdarstellung der Ebenen gleich. Und wenn man dieses Gleichungssystem gelöst hat, bekommt man eine eindeutige Lösung. T gleich 2, R gleich 1 und S gleich minus 1. Und auch hier würde ich die linke Seite der Gleichung verwenden, um die Koordinaten des Schnittpunktes zu bestimmen. Das ist dann der Punkt R mit den Koordinaten 4, also hier 4, 4 und 7. So, für den Winkel zwischen der Ebene und der Geraden, da machen wir die Sache mit dem Arcus Sinus. Wir bilden ein Skalarprodukt zwischen den entsprechenden Vektoren. Also wir haben einmal den normalen Vektor 3, 3, minus 3. Das sind jetzt hier diese. Und wir haben den Richtungsvektor 1, 1, 1 von unserer Geraden. Das sind dann die hier, und entsprechend der Formel setzen wir sie ein. An dieser Stelle hilft ja nur ein Taschenrechner, und wir kommen auf etwa 19,5 Grad als den Schnittwinkel der Geraden und der Ebene. Uns fehlt noch ein Beispiel mit einer Geraden, die parallel zu E verläuft. Das holen wir jetzt nach. Und zwar die Gerade mit dem Stützvektor 4, 7, 7, 4 und dem Richtungsvektor 3, 3, 6. So, jetzt gucken wir, ob 7, 7, 4 ein Element der Ebene ist. Das machen wir wieder, indem wir den Punkt 4, 4, 7 in die normalen Gleichung einsetzen. Dann muss man ein Skalarprodukt bilden. Und da 18 plus 18 minus 9 ungleich 0 ist, wissen wir, dass der Stützvektor der Geraden nicht in der Ebene liegt. Also haben wir entweder einen Schnittpunkt oder es liegt die Parallelität vor. Und hier gucken wir uns an, ob der Richtungsvektor der Geraden, das ist einmal der hier, und der normalen Vektor, der Ebene, ob die senkrecht zueinander sind. Füllen wir einmal die Rechnung durch, bilden ein Skalarprodukt und erhalten 0. Das bedeutet, dass der Richtungsvektor der Geraden und der normalen Vektor senkrecht zueinander sind. Und damit ist die Gerade H parallel zu der Ebene E. Wenn wir jetzt noch den Abstand zwischen den beiden Objekten ausrechnen wollen, müssen wir den Abstand zwischen H und E betrachten. Und das ist nichts anderes als der Abstand der Ebene E zum Stützvektor der Geraden H, also Abstand Punkt Ebene. Und das ist wieder mal etwas, was wir schon behandelt haben. So, tatsächlich sind wir schon fast soweit. Der letzte Punkt, den wir noch behandeln müssen, ist die Lagebeziehung zweier Ebenen. Weil mir die Buchstaben so ein bisschen ausgehen, habe ich die Ebene E definiert mit dem Stützvektor PE, Richtungsvektor, Spannvektor, Entschuldigung, VE und WE und den normalen Vektor NE. Und analog dazu habe ich einfach die Indizien von F, F genannt. Das ist an vielen Stellen dann doch ein bisschen übersichtlicher. Der normalen Vektor ist natürlich das Vektorprodukt
Kreuzprodukte der jeweiligen Spannvektoren. Wenn wir zwei Ebenen haben, können diese natürlich gleich sein. So, hier habe ich das versucht grafisch darzustellen. Also die Stützvektoren PE und PF liegen in beiden Ebenen gleichzeitig. Und die normalen Vektoren, die sind senkrecht zu beiden Ebenen und damit sind sie auch parallel zueinander. Und auch hier gucke ich einmal hier, oder gucken wir gemeinsam von der Seite da. Und unter einem bestimmten Winkel wird die Ebene zu einer Linie für uns, weil die Perspektive einfach passt. Und wir sehen, dass der Stützvektor von F in der Ebene E liegt und wir sehen die Parallelität von den beiden normalen Vektoren. Und das führt uns auch zu der Mathematisierung dieser Aussage. Also die Ebene E und F sind gleich, wenn die beiden, die beiden normalen Vektoren parallel zueinander sind. Und wenn der Stützvektor von E ein Teil der Ebene F ist. So, die Ebenen können auch noch parallel zueinander sein. Das sieht dann in der 3D-Darstellung, nennen wir das, so aus. Die normalen Vektoren sind immer noch parallel zueinander. Aber diesmal ist es so, dass der Vektor PE kein Element von PF ist und auch von der Seite sieht man das vielleicht so ein bisschen besser. Hier haben wir die entsprechende Parallelität und hier sieht man deutlich, dass PE nicht in dieser Ebene liegt und auch das kann man entsprechend mathematisieren. E und F sind parallel zueinander, wenn die beiden normalen Vektoren senkrecht, wenn die normalen Vektoren parallel zueinander sind und wenn der Stützvektor von E kein Element von F ist. Und auch hier könnten wir uns fragen, wie sieht es dann mit dem Abstand beider Elemente aus? Also wie weit sind die beiden voneinander entfernt? Und dann gucken wir uns einfach an, wie weit der Stützvektor von der Ebene E von der Ebene F entfernt ist. Und das ist auch etwas, was wir schon mehrere Male gesehen haben. Wir haben schon öfter die Fragestellung auf den Abstand zwischen einem Punkt und einer Ebene reduziert. Und auch hier ist es nochmal der Fall. Der letzte Fall, den wir uns anschauen, ist, dass sich die Ebene E und F schneiden. Das können wir uns jetzt hier in diesem Bild angucken. Natürlich sind die Ebenen E und F unendlich groß. Ich habe aber den Ausschnitt von F deutlich kleiner gewählt als den von E, damit wir die Schnittgerade besser sehen können. Und wir können jetzt schon sehen, dass es einen Schnittpunkt beider Ebenen gibt, wenn es einen Winkel gibt zwischen den beiden Ebenen. Und das führt dazu, dass diese normalen Vektoren nicht mehr parallel zueinander sind, so wie es in den Fällen davor war. Wir können uns das Ganze noch einmal von der Seite angucken, sozusagen von hier aus. Dann wird und unsere Perspektive E und F zu einer Geraden und die Gerade G zu einem Punkt. Und wir sehen, dass NE und NF zueinander geneigt sind. Und das hilft uns auch gleich, den Schnittwinkel zwischen den beiden Ebenen zu bestimmen. Und zwar würden wir diese Ebene nach diesen Vektor nach da verschieben und den nach da, ohne die Neigung zu verändern. Und das Ganze würde dann so aussehen. Uns interessiert der Winkel Alpha. Die Ebene E ist aber senkrecht zu NE. Und NF ist senkrecht zu der Ebene
F. Das bedeutet, wenn wir dieses Gebilde einmal um 90 Grad verschieben, dann erhalten wir exakt diesen Winkel. Das bedeutet, der und der sind gleich. Und der Winkel zwischen den beiden normalen Vektoren entspricht dem Winkel zwischen den beiden Ebenen. Genau. So, was müssen wir also schauen, um zu wissen, ob es eine Schnittmenge zwischen den beiden Ebenen gibt? Also, wenn sie sich schneiden, es gibt eine Schnittmenge zwischen den beiden und diese Menge ist dann eine Gerade. Und das ist dann der Fall, wenn die beiden normalen Vektoren nicht parallel zueinander sind. Und die Schnittgerade, die wir dann haben wollen, die kann man sich folgend konstruieren. Die Gerade G ist eine Teilmenge von E. Und die liegt ja in beiden Ebenen. Das bedeutet, dass der Richtungsvektor von G U, dass dieser senkrecht ist zu NE. Da aber dieser Richtungsvektor gleichzeitig auch in der Ebene F liegt, muss er senkrecht sein zu der zu dem normalen Vektor NF. Das bedeutet, dass wir den Vektor U auch entsprechend basteln können oder konstruieren können. Ich sage da immer basteln. Und zwar, jetzt habe ich hier auch einen Fehler gemacht. Das musste U sein. So, sorry. So, wie konstruieren wir das Ganze? Wir brauchen für diese Gerade einen Richtungsvektor. Der Richtungsvektor muss senkrecht zu dem und senkrecht zu dem sein. Das bedeutet, wir können einfach ein Vektorprodukt dieser normalen Vektore nehmen und bekommen einen Vektor, die passende Eigenschaft hat. Dann brauchen wir noch einen Stützvektor. Und damit die Gleichung nicht zu kompliziert wird, versuche ich immer für mich, die Anzahl der Variablen möglichst gering zu halten. Und wir haben ja unterschiedliche Spannvektoren hier. Und von diesen Spannvektoren könnten wir jetzt einen nehmen und zum Beispiel aus der, aus der Ebene E nur diesen Teil nehmen. Das da beschreibt eine Gerade und diese Gerade wurde die Ebene F in irgendeinem Punkt schneiden, aber dieser Punkt muss auch ein Punkt der Gerade sein. Und mehr als einen Punkt brauche ich nicht. Und mit Hilfe von diesem Schnittpunkt könnte ich dann den Stützvektor der Gerade G dann bestimmen. Den Richtungsvektor bekomme ich mit Hilfe des Kreuzproduktes im Prinzip geschenkt. Wie habe ich jetzt hier die Geraden genannt? F, weil das die Gerade ist, die in der Ebene F liegt. Und V, weil V als Richtungsvektor genommen wurde. Und dann soll diese Gerade die Ebene E schneiden. In einem, es könnte aber sein, dass dieser Vektor V tatsächlich parallel ist zu dem Vektor U. Da könnten wir etwas Pech haben. Dann gibt es natürlich keinen Schnittpunkt, weil wir von unendlich vielen Spannvektoren den einen erwischt haben, der parallel zu der Gerade G verläuft. Aber der andere Spannvektor kann ja nicht parallel zu W sein. Das bedeutet, diese Gerade, die aus dem und dem konstruiert ist, wird die Ebene E entsprechend schneiden. Also einer der beiden
wir das tun. Und wenn wir den Richtungsvektor berechnet haben, können wir uns die Vektoren entsprechend anschauen und den Fall nehmen, der nicht gerade parallel dazu ist. So, klingt kompliziert, aber in dem Beispiel wird es dann hoffentlich klar. So, kommen wir zu den Beispielen. Die erste Ebene, die Ebene E, hat einen Stützvektor 1, 1, 1, den einen Spannvektor 1, 2, 3 und den zweiten 2, 1, 3, sodass sich dann mit dem Vektorprodukt einen normalen Vektor 3, 3, minus 3 ergibt und dann entsprechend diese normalen Form. Die Ebene F, die wir untersuchen werden, da habe ich folgende gewählt mit einem Stützvektor 2, 3, 4, Spannvektoren 3, 3, 6 und minus 2, 2, 0. Auch hier kann man mit dem Vektorprodukt die beiden multiplizieren und erhält einen normalen Vektor minus 12, minus 12, 12. Und der Stützvektor ist natürlich der aus der Parameterformel. Hier sieht man schon, dass die beiden ziemlich parallel zueinander aussehen. Wenn wir den kürzeren, den 3, 3, minus 4, den 3, 3, minus 3, das steht hier gerade falsch. Moment, ich korrigiere es sofort. So, 3, 3, minus 3. Musste es richtigerweise heißen. So, der mit minus 4 multipliziert ergibt den minus 12, minus 12, 12. Also sind diese beiden Vektoren parallel zueinander. Und jetzt schauen wir uns an, wie sieht das jetzt denn aus mit den Stützvektoren? Ist der eine ein Element der anderen Ebene? Und dann setzen wir in diese Gleichung hier den Stützvektor der zweiten Ebene, also den da. Wenn wir das dann ausmultipliziert haben, kommen wir auf 0. Das bedeutet, dass der Stützvektor von F ein Element der Ebene E ist und damit sind die Ebenen E und F gleich. So, die Ebene E bleibt so. Die zweite Ebene, die wir dann betrachten wollen, soll die Ebene F sein mit dem Stützvektor 5, 6, 1. Und die Spannvektoren habe ich jetzt nicht verändert, sodass die Normalform ziemlich ähnlich aussieht. Es ändert sich nur der Stützvektor. Und wenn wir jetzt beide normalen Vektoren wieder betrachten, gilt wieder die gleiche Rechnung mit dem gleichen Fehler von davor. Ein Copy- und Paste-Fehler. So, also minus 4 mal 3, 3, minus 3 ist dann der andere Vektor. Das bedeutet, dass wir hier eine Parallelität vorliegen haben. Und jetzt schauen wir, ob der Stützvektor ein Teil der Ebene E ist und deshalb werden wir wieder mal hier diese Ebene betrachten und gucken, ob das Ganze aufgeht. Also hier der Stützvektor eingesetzt in die normalen Gleichung zusammengefasst. Erhalten wir 3 mal 4 plus 3 mal 5 minus 0, das ist auf jeden Fall nicht 0. Das bedeutet, der Stützvektor liegt nicht in der Ebene E. Damit sind die Ebenen E und F parallel zueinander. Und wenn wir den Abstand der beiden berechnen wollen, nehmen wir wieder den Abstand des Punktes 5, 6, 1 zu der Ebene E. Und wiederum haben wir den Abstand zweier Objekte auf den Abstand einer Ebene und eines Punktes reduziert, beziehungsweise das dann entsprechend umformuliert. Und das ist dann der Abstand der beiden Ebenen.
Und das letzte Beispiel, wir haben wieder die Ebene E und die Ebene F ist diesmal etwas anders gewählt. Und zwar haben wir den Stützvektor 1, 2, 3 und diese Spannvektoren, die dann zusammen 1, 0, minus 1 als Normalvektor durch das Kreuzprodukt ergeben. So 1, 0, minus 1 und 3, 3, minus 3, die sind nicht parallel zueinander. Der Grund ist ja, dieser, also die erste Zeile wurde eine Multiplikation hier mit 3 verlangen, aber ich kann nichts mit 0 multiplizieren, sodass es 3 ergibt. Also ist es unmöglich, aus 1, 0, minus 1 irgendwie auf 3, 3, minus 3 durch Multiplikation mit einem Skalar zu kommen. Die Ebenen schneiden sich unter dem Winkel, in dem die beiden normalen Vektoren zueinander stehen, also der normalen Vektor 3, 3, minus 3, also der hier und der normalen Vektor 1, 0, minus 1, das wäre der hier. Die entsprechenden Koordinaten finden wir dann auch bei der Berechnung des Winkels, also das ist jetzt alles, was hier aus dem normalen Vektor der Ebene E kommt und der normalen Vektor der Ebene F liefert dann diese Komponenten und wenn wir dann das Ganze ausmultiplizieren bzw. in den Taschenrechner angeben, kommen wir auf einen Winkel von etwa 35,3 Grad. So, was wir jetzt noch haben wollen, ist die Schnittgerade und das könnten wir uns einmal vielleicht hier nochmal angucken. Und zwar, wir haben jetzt die Ebene E und in der Ebene E, die wird ja aufgespannt von den Vektoren VE und WE. Und das ist dann der Stützvektor. Die Schnittgerade verläuft hier und die ist gleichzeitig in beiden Ebenen. So, und jetzt betrachten wir Folgendes. Wir nehmen diese Gerade hier, die durch den VE als Richtungsvektor gebildet wird, mit dem Stützvektor PE. Und irgendwo in dem Punkt P schneiden wir die Ebene F und der Punkt P muss ja in der Geraden G liegen, nach der Konstruktion, wie wir das gewählt haben. Also die Gerade G, wo wir den Schnittpunkt haben, ist der Stütz, hat als Stützvektor den Schnittpunkt von dieser Geraden und dieser Ebenen. Und als Richtungsvektor brauchen wir einen Vektor, der senkrecht zu den beiden, das wäre jetzt unser NE und da irgendwo wäre unser NF. Also das sind die Vektoren, die normalen Vektoren dieser Ebenen und wenn wir die jetzt als Vektorprodukt nehmen, bekommen wir einen Vektor, der senkrecht zu beiden ist und das würde dann dem Richtungsvektor unserer Schnittgeraden entsprechen und das wollen wir jetzt in dem Beispiel berechnen. Also die Gerade wird am Ende so lauten, wir haben einen Stützvektor P und einen Richtungsvektor U. P wird am Ende sein 2, 3, 4 und minus 3, 0, minus 3 ist der Richtungsvektor. Den Richtungsvektor berechnen wir mit dem Vektorprodukt 3, 3, minus 3. Das ist der NE sozusagen und NF ist der hier und das ergibt unseren gesuchten
Vektor. Und jetzt brauchen wir noch die Gerade in der Ebene E, die dann VE als den Richtungsvektor hat. Das ist dann im Prinzip so. Also das da ist dieser Teil der Ebene. Und für den Schnittpunkt mache ich jetzt nehme ich ein anderes Verfahren, um es zu vermeiden, ein großes Gleichungssystem zu lösen. Ich fasse das Ganze zu einem Punkt zusammen und setze diesen Punkt als Vektor hier ein. Beziehungsweise Stopp wieder als diesen Vektor. Genau, und damit erhalten wir durch die Verwendung dieser Gleichung folgendes Skalarprodukt. So, das hat dann den Vorteil, dass nur R als Unbekannter vorkommt. Ne? Die müssen ja, der Punkt muss ja in der Ebene liegen, deshalb muss das Skalarprodukt 0 ergeben. So, das zusammengefasst ist dann minus R plus 2 soll nur 0 ergeben. Und das ist nun dann nur dann der Fall, wenn R gleich 1 ist. Und wenn wir wieder R gleich 1 hier einsetzen, bekommen wir 2, 3, 4 als Schnittpunkt zwischen der Geraden EV und der Ebene F. Das bedeutet auch, ich suche nach einer passenden Farbe. So, dass das und das dann entsprechend übereinstimmt.